Ich grüße die Freiwillige Feuerwehr Höxter und muss sagen, ich finde es ganz toll, dass Sie sich so einsetzen für die Gemeinschaft. Also alles Gute und toi, toi, toi. Danke, Herr Wickert. Viele Grüße zurück. Wir, die Freiwillige Feuerwehr Höxter, wünschen Ihnen allen frohe Weihnachten und besinnliche Tage. Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Wir sind die Freiwillige Feuerwehr Höxter und eine mächtig coole Truppe. Frohe Weihnachten wünscht die Löschgruppe Albachsen. Die Löschgruppe Würdexen. Bosseborn. Renkhausen. Bruchhausen. Und auch die Löschgruppe Fürstenau. Die Löschgruppe Godelheim. Der Löschzug Höxter. Die Löschgruppe Lüchtringen. Lüttmasen. Ottbergen. Ofenhausen. Frohe Weihnachten wünscht die Löschgruppe Stahlen. Und das sind unsere Wünsche zu Weihnachten. Frohe Weihnachten! Wir wünschen euch erholsame und harmonische Tage. Und möglichst viel Zeit für nahestehende Menschen. Schöne Geschenke, die allen Freude bereiten. Und das Licht blicke die Welt erhellen. Zu Weihnachten wünschen wir allen Menschen, dass sie auch in schwierigen Zeiten ihren Frohsinn und die Heiterkeit nicht verlieren. Den hätten wir besser. Zu Weihnachten wünschen wir allen Menschen mehr Zusammenhalt und Kameradschaft in gemeinsamer Runde. Ja. Wir wünschen uns weiße Weihnachten und möglichst keine Naturkatastrophen. Jo. Wir wünschen, dass sich die Sorgen und Nöte in Luft auflösen. Zu Weihnachten wünschen wir den Menschen, dass Herzenswünsche in Erfüllung gehen. Mehr Respekt und Toleranz in der Gesellschaft. Und vor allem Gesundheit, Zufriedenheit und Glück. Frohe Weihnachten! Zu Weihnachten wünschen wir uns leuchtende Kinderaugen. Und keine Kriege! Wir wünschen uns fürs Fest keine Unglücke und keine Brandereignisse. Frohe Weihnachten! Alle Menschen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Weihnachten vom Weihnachtsengel. Nur im Team sind wir stark. Auch wir, der Kreis Höxter mit seinen Einheiten des Bevölkerungsschutzes, wünschen frohe Weihnachten und einen ruhigen Jahreswechsel mit möglichst wenigen Einsätzen. Wir danken allen Einsatzkräften, die auch an den Feiertagen in Bereitschaft sind und dadurch für unsere Sicherheit sorgen. Wir sind eine Retterfamilie. Frohe Weihnachten auch vom THW Ortsverband Höxter. Und auch vom DRK. Und der DLRG. Und wir haben viele rettende Engel um uns herum. Frohes Weihnachtsfest von der Samtgemeinde Feuerwehr Bofzen. Trotz Brückensperrung kennt Zusammenarbeit keine Grenzen. Als Bürgermeister der Stadt Holzminden wünsche ich mir, dass die tolle Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren aus Holzminden und Höxter weiter so gut funktioniert wie bislang. Ihnen und euch ein frohes Weihnachtsfest. Die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Höxter war gut, ist gut und sie bleibt gut. Und das Gleiche gilt auch für die Freiwillige Feuerwehr Beverum. Und auch weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit. Mit der Politik auf unserer Seite. Liebe Freiwillige, liebe Ehrenamtliche, herzliche Grüße und Wünsche aus dem Kreishaus. Vielen, vielen Dank für das großartige Engagement. Bleiben Sie bitte so motiviert und ehrenamtlich engagiert. Ja, wir wünschen den Menschen und der Feuerwehr im Höxter frohe Weihnachten aus dem Bundestag und dem Landtag. Und im nächsten Jahr wenig Einsätze und kommt immer heil zurück. Liebe Höxteranerinnen und Höxteraner, aber vor allen Dingen liebe Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden. Die Freiwillige Feuerwehr sorgt dafür, dass alle Menschen in unserer Stadt sicher und beruhigt schlafen können. Das ist ein wirklich gutes Gefühl. Ich wünsche Ihnen allen ein ruhiges, besinnliches, schönes, aber vor allen Dingen friedliches Weihnachtsfest. Ich grüße alle, die als Junge oder Ältere aktiv sind in der Freiwilligen Feuerwehr. Ich finde es toll. Unser Land ist durchzogen von einem Netzwerk der Guten, die freiwillig was Gutes für andere Menschen tun. Und jetzt wünsche ich Ihnen, dass Sie einen ruhigen Advent haben, ein schönes Weihnachten, keinen Brand und viel Freude im Miteinander. Und bleiben Sie aktiv, um junge Leute zu gewinnen, an dieser schönen Arbeit mitzuwirken. Alles Gute, Gottes Segen. Wir wünschen allen Menschen ein frohes Weihnachtsfest. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023. Bleiben Sie gesund.